Cześć, witam Was. Wojtek z tej strony, język niemiecki dla początkujących i aby poszerzyć Wasze słownictwo, mam tutaj, można by było powiedzieć na życzenie, um, taki filmik z przeciwieństwami, czyli przykład mały, duży. No, mam 20 zdań przykładowych z tłumaczeniem, jak zawsze, kto mnie zna, to wie, kto pierwszy raz jest, czytam raz po polsku. Und ten Rest auf Deutsch, czyli resztę po niemiecku, powtarzam przeważnie trzy razy. I wy słuchacie, wsłuchacie się, wsłuchajcie się, słyszycie dobrą wymowę. No i jak ja to zawsze lubię mówić, lecimy z koksem. Drzewo jest duże, ale kwiat jest mały. Der Baum ist groß, aber die Blume ist klein. Der Baum ist groß? Aber die Blume ist klein. Der Baum ist groß. Aber die Blume ist klein. Groß und klein. Gura ist vesoka, alle dolina ist gluboka. Der Berg ist hoch, aber das Tal ist tief. Der Berg ist hoch, aber das Tal ist tief. Der Berg ist hoch aber das Tal ist tief. Aber das Tal ist tief. Schrittutri Mamme hoch und tief. Woda jest jimna, alles słońce ist ciepłe. Das Wasser ist kalt, aber die Sonne ist warm. Das Wasser ist kalt, aber die Sonne ist warm. Das wasa jest kalt, aber die Sonne jest wam. Nie wiedziałem, jak wam pokazać i tak się... O, troszeczkę poruszałem. Dla tych, którzy mnie znają, to wiedzą, Wojtek ma takie dziwne wstawki, jak te na przykład. Dla tych, którzy są pierwszy raz, ja to tak robię, abyście wy nie zasnęli i ja też nie. Nie jesteście tutaj u jakiegoś pana profesora na wykładzie, tylko u Wojtka w domu, <noise> że tak powiem. Także może być wesoło. Czemu nie? Dzień jest jasny, ale noc jest ciemna. Der Tag ist hell, aber die Nacht ist dunkel. Der Tag ist hell, aber die Nacht ist dunkel. Nie mylcie hell z, z angielskim hell, bo hell to piekło po angielsku. Der Tag ist hell, aber die Nacht ist dunkel. I teraz coraz mniej, czyli jest jesień i się robi nieładnie. mokro, nieładnie. I wtedy ten tag jest nie tak długo hell. Äh, dann ist der Tag nicht so lange hell. Der Tag ist hell, aber die Nacht ist dunkel. Czyli jasne i ciemne. Piąte zdanie. Jabłko jest słodkie, ale cytryna jest kwaśna. Der Apfel ist süß, aber die Zitrone ist sauer. Der Apfel ist süß, aber die Zitrone ist sauer. Jak Ci się już ten filmik podoba, to już możesz dać łapkę w górę i już możesz zostawić subika. Tak o, to Ciebie nic nie kosztuje, a ja jak rano wstanę mam nowych subskrybentów, się cieszę jak małe dziecko. Czyli jabłko jest słodkie, cytryna jest kwaśna, der Apfel ist süß, aber die Zitrone ist sauer. Zała to jest kwaśne, ale zała to też może znaczyć, że jest ktoś zły na kogoś. Ich bin sauer auf dich, czyli jestem ee, jak ja to powiedziałem? Dobre, nie? Przed chwilą powiedziałem, że już teraz nie wiem. E, jestem zły. Wpadło mi po paru sekundach. Gut, e, zmieniamy temat. Süß und zała, czyli słodki i kwaśny. I lecimy dalej z następnym zdaniem. Krzesło jest twarde, ale poduszka jest miękka. Der Stuhl jest hart, aber das Kissen ist Weich. Der Stuhl ist hart, aber das Kissen ist weich. Hart, weich. Der Stuhl ist hart, aber das Kissen ist weich. Alles Sprint jest krutki. Der Weg ist lang, aber der Sprint ist kurz. Der Weg ist lang, aber der Sprint ist kurz. Kurz, lang, kurz. Der Weg ist lang, aber der Sprint ist kurz. Der Himmel ist klar, aber das Meer ist stürmisch. Der Himmel ist klar, aber das Meer ist stürmisch. Der Himmel ist klar, aber das Meer ist stürmisch. Film był nudny, ale książka była ekscytująca. Lub ja bym powiedział jeszcze dodatkowo do tego um, ciekawe. Film był nudny, ale książka była ekscytująca. Der Film war langweilig, aber das Buch war spannend. Der Film war langweilig aber das buch war spannend der film war langweilig aber das buch war spannend spannend ist peona butelka ist Pusta. das glas ist voll aber die flasche ist leer das glas ist voll aber die flasche ist leer voll leer die, Puste. die Straße ist breit, aber der Weg ist schmal. Die Straße ist breit, aber der Weg ist schmal. Die Straße ist breit, aber der Weg ist schmal. Samochód jest szybki, ale rower jest wolny. Das Auto ist schnell, aber das Fahrrad ist langsam. Das Auto ist schnell, aber das Fahrrad ist langsam. Das Auto ist schnell, aber das Fahrrad ist langsam. jest duży, ale kot jest Der Hund ist groß, aber die Katze ist klein. Der Hund ist groß, aber die Katze ist klein. Groß, klein, pewnie znacie, tak do der Hund ist groß, aber die Katze ist klein. Drzwi są otwarte, ale okno jest zamknięte. Die Tür ist offen, aber das Fenster ist geschlossen. Tutaj też możecie pisać Wojtek, przecież można powiedzieć cu. Ja wiem. That's only an example, czyli to jest tylko przykład.

schmutzig Der Tisch ist sauber, aber der Boden ist schmutzig. Jeka jest prosta, ale jest kręta. Rzeka jest prosta, ale ścieżka jest kręta. Der Fluss ist gerade, aber der Pfad ist kurvig. Der Fluss ist gerade, aber der Pfad ist kurvig. Kurvig, kurvig. So eine der Fluss ist gerade, aber der Pfad ist kurvig. Lato jest Jima jest Jimna. Der Sommer ist heiß, aber der Winter ist kalt. Heiß und kalt. Der Sommer ist heiß, aber der Winter ist kalt. Der Sommer ist heiß, aber der Winter ist kalt. Ciasto ist swotke, alle Suppe ist Swana. Der Kuchen ist süß, aber die Suppe ist salzig. Der Kuchen ist süß, aber die Suppe ist salzig. Der Kuchen ist süß, aber die Suppe ist salzig. Książka ist gruba, alle Chasopismo ist cienkie. Das Buch ist dick aber die Zeitschrift ist dünn, dick, dünn. Das Buch ist dick, aber die Zeitschrift ist dünn. Musiker ist głośna, alle Głos ist tiche. Die Musik ist laut, aber die Stimme ist leise. Die Musik ist laut, aber die Stimme ist leise. Laut, leise. Die Musik ist laut, aber die Stimme ist leise. Abyście mieli jeszcze taki lepszy przykład. Die Musik ist laut, aber die Stimme ist leise. Justyna Krawczyk, to był film właśnie na Twoje życzenie. Ja to miałem zapisane i teraz właśnie taki króciutki filmik z przeciwieństwami. Um, to by było na tyle. Um, mam nadzieję, że Wam się Podobało, możecie go sobie odsłuchiwać ile razy chcecie, aż będziecie znali głos klein, laut, leise i co tam jeszcze wszystkiego było. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do następnego tygodnia. Trzymajcie się, Wasz Wojtek.